Evagrius Ponticus sagt, wer derjenige, der betet, ist ein Theologe. Und ein Theologe ist jemand, der betet. Das ist eine sehr schöne Definition. Wenn wir das Wort Theologe nehmen, dann setzt sich das aus zwei Worten zusammen, aus dem Wort für Gott und dem Wort für Rede. Und das kann man auf mehrere Weisen zusammensetzen. Drei sind gleich hervorstechend. Das eine ist derjenige, der mit Gott redet, das ist der Betende. Dann derjenige, der von Gott her redet, das sind diejenigen von den Heiligen, die wir die Theologen nennen. Und dann gibt es Leute, die über Gott reden. Das sind diejenigen, die heute an der Universität Theologie betreiben und die im Sinne der Kirche eigentlich gar keine Theologen sind, wenn sie nicht aus dem Gebet heraus über Gott sprechen. Dann noch was anderes. Ich bringe das dann nachher zusammen. Adam ist gemäß dem Bilde, und jetzt ganz wörtlich, gemäß der Verähnlichung geschaffen. Während das im Allgemeinen als Hendiadyoin verstanden wurde, haben die griechischen Väter und Mütter das als zwei sehr unterschiedliche Dinge betrachtet. Das eine nämlich als den Zustand, das Bild und den Prozess, die Verähnlichung. Und Adam hatte zwar das Bild, aber er hatte noch nicht die Ähnlichkeit. Trotzdem war er ein Theologe, weil er mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprach und von Gott her sprach, nämlich als er die Tiere benannte. Durch die göttliche Erleuchtung erfasste er intuitiv das Wesen eines jeden Menschen, eines jeden Tieres und benannte es so. Und der Name war mit dem Tier verbunden. Er hat aber diesen Prozess der Verähnlichung abgebrochen, weil er diesen Prozess des Gottwerdens lieber allein gehen wollte. Das vierte, das ich erstmal in den Raum stellen möchte, ist, wenn man sich mal die Ikonostase vor Augen hält gerade, sehen wir in der Mitte die Pforten, entweder die schönen oder die königlichen Pforten, wie man sie nennen möchte. Und rechts davon sieht man eine Christus-Ikone und links davon sieht man, was die meisten sagen würden, eine Marien-Ikone. Ich würde das lieber anders sehen. Das eine ist die Christus-Ikone der Fleischwerdung mit Maria. Und das andere ist die des vollendeten Christus. Und Maria, das ist ja die Ikone der Odigitria, der Wegweiserin, sie zeigt auf Christus und mit ihm beginnt der Weg. Und auf der anderen Seite ist der Weg vollendet und zwischen diesen beiden Ikonen findet das ganze Heilsmysterium statt. Deswegen sind auch auf den schönen Pforten sind auch die Evangelisten, weil sie uns das ganze Heilsmysterium berichten. Es ist auch normalerweise die Verkündigung drauf, bei uns nicht, weil die Verkündigung einen viel größeren Ausdruck finden wird in der Gesamtikonostase. Die ganze Verkündigung, das ganze Heilswerk Christi wird in der Mitte abgebildet und findet in der Mitte statt, nämlich auf dem Altar. Und das Heilsmysterium geht von Gott aus, von Gott her, und ergießt sich über das Volk. Deswegen wird die Ikonostase auch immer nur von innen geöffnet, nie von außen. Denn von Gott her geht alles aus. Also, wir haben die drei Dinge, die vier, meine ich, die ich erwähnt habe. Einmal das Kontakt. Du hast auf gottmenschliche Art den Lebenslauf gestaltet, weil du in allem den Gott Menschen dir als Maß genommen
und bist so zur höchsten Höhe der Theologie gelangt. Also im Grunde genommen, wie gesagt, ist das schon ein Vortrag. Was heißt das jetzt? Das Heilswerk Christi nimmt den Menschen mit hinein, eben von einem Beginn bis zu einem Ende. Und am Ende steht immer der in jeder einzelnen Person Gestalt gewordene Christus. Deswegen sagt der heilige Apostel Paulus auch, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und auf diesem Weg haben wir die Mysterien. Wir nehmen den Weg wieder auf, den Adam abgebrochen hat. Adam hat es vorgezogen, seine Person abzulegen und zu einem Individuum zu werden. Ohne Gott. Wie Gott werden. Und Individuum ist ja ein ganz wichtiges Wort heutzutage. Individuell ist hoch gepriesen. Es gibt nichts Dümmeres als das. Das Wort ist ja aus dem Lateinischen. Die meisten kennen es, wenn man kein Latein kennt, kennt man es aus der Mathematik. Die Division, das ist die Teilung. Wir teilen. Und das, was Individuum ist, ist nicht mehr weiter teilbar. Das kann man nicht mehr weiter abtrennen. Das ist so abgetrennt von allem, dass es nicht mehr weiter abtrennbar ist. Und wenn wir das im Hinblick auf die Mysterien sehen, sehen wir die Umkehrung bei der Taufe. In der Taufe stirbt das Individuum und aufersteht die Person mit Christus, weil die Person ist nämlich das Du. Das persönliche Gegenüber Gottes. So wie der Mensch geschaffen worden war, Adam sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Das Individuum hat niemanden, mit dem es sprechen kann. Es ist ja ganz abgetrennt. Und in der Taufe findet die Umkehrung statt. Und hier in der Taufe sehen wir schon, was wir dann hoffentlich noch deutlicher sehen bei der Eucharistie, ist, dass die Wirklichkeit des Menschen auf die Wirklichkeit Gottes trifft. Man kann das auch anders ausdrücken. Der Mensch mit seiner Vergangenheit definiert sich, solange er nicht mit der Kirche denkt, definiert sich von seiner Vergangenheit her. Ich höre das auch sehr häufig, ich bin so. Nee, falsch, du bist so geworden. Du bist nicht so. Denn was du wirklich bist, ist das, was Gott in dir sieht. Das bist du. Wir drehen das völlig um. Den ganzen Blickwinkel drehen wir völlig um. Wir lassen die ganze Welt hinter uns und denken von Gott her. Du bist nicht das, was du geworden bist, sondern du bist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und das passiert ja bei der Taufe. Das Individuum stirbt, die Person ersteht auf und alles ist in die Person schon hineingelegt. Sie realisiert es nur noch nicht. Aber alles ist schon vollzogen. Denn Gott hat den Menschen von seiner Zukunft her angenommen. Das Gleiche passiert dann mit der Myrrhensalbung, wie das also bei uns in der Kirche Gott sei Dank schön zu realisieren war. Die Taufe findet ja im Vorraum statt, im sogenannten Narthex. Nach der Taufe wird dann der Neugetaufte in das Kirchenschiff geführt, auf Griechisch Naos, der Tempel. Und da wird er dann zu einem Tempel des Heiligen Geistes geweiht, versiegelt. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des lebendigen Gottes seid, sagt Paulus? Wisst ihr das nicht? Und genau dasselbe gilt hier auch. Wir sind von einem Gefäß der Sünde
zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden durch die Myrrhensalbung, indem wir aus der von Gott gewollten Zukunft herblicken und nicht aus unserer Vergangenheit. Das ist ja auch das, was Gott von Anfang an wollte. Der Blick aus der Zukunft, nämlich die Ähnlichkeit. Das ist der Wille Gottes, die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott. Und das Mysterium wird ja weiter vollzogen in der heiligen Eucharistie, wo der Mensch wieder zur vollkommenen Gemeinschaft mit Gott gelangen kann. Und auch hier wieder, hier trifft unsere verkorkste Vergangenheit auf die heilige Zukunft in Christus. Und das wird ganz deutlich in der Anaphora, was man normalerweise leider nicht hört. Eingedenk also all dessen, was für uns geschehen ist, des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tage, der Auffahrt in die Himmel und der zweiten und herrlichen Wiederkunft. So, eingedenk alles dessen, was für uns geschehen ist, Vergangenheit. Und dann kommen auch Dinge aus der historischen Vergangenheit. Kreuzigung, Grab, Auferstehung, Auffahrt in die Himmel, Sitze zur Rechten des Vaters. Und dann der zweiten und herrlichen Wiederkunft. Das ist bei Gott schon längst geschehen. Und hier trifft eben die Vergangenheit auf die Zukunft und das nennen wir Gegenwart. Und die Gegenwart kann man nur leben. Das ist ja das Schöne. Deswegen wird auch nicht des Heiligen Geistes gedacht an dieser Stelle. Pfingsten wird nicht gedacht. Das muss doch eigentlich frappieren. Aber die Lösung ist einfach, man kann Pfingsten nicht gedenken, weil Pfingsten gerade geschieht. Wir befinden uns im Königtum. Gesegnet das Königtum des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist der Beginn der Liturgie. Und wir sind im Königtum und das Königtum wird realisiert durch den Heiligen Geist. Pfingsten findet gerade statt, deswegen können wir Pfingsten nicht gedenken. Und dieser Moment, wo das stattfindet, das ist eben genau die Gegenwart. Und diese Gegenwart kann man auch überhaupt nicht betrachten, ne? Denn wenn man versucht, diese Gegenwart zu betrachten, das ist ja die Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft, dann ist sie schon wieder weg. In dem Moment, wo ich sie angucken will, ist sie schon wieder weg. Es ist wieder ein neuer Punkt der Gegenwart, die Schnittstelle zwischen einer eben gerade noch gewesenen Zukunft und jetzt schon Vergangenheit mit einer neuen Zukunft. Und diese verkorkste Vergangenheit, die trifft auf die Heilszukunft Gottes. Und in dem Moment findet dann Heilung statt, wenn man mitmacht natürlich. Das heißt, die Gegenwart des Mysteriums ist die Heilung für diejenigen, die sich im Mysterium befinden, die das Mysterium leben. Und für die, die das Mysterium nicht leben, findet es zwar äußerlich statt, das Ganze, die Taufe, die Myrrhensalbung, Eucharistie und alle anderen Mysterien, die es auch gibt, aber es findet keine Teilhabe statt. Und deswegen auch keine Heilung. Und das ist das Problem, das wir haben, warum wir auch nicht vorankommen. Weil wir uns eben von unserer Vergangenheit her verstehen und nicht von unserer Zukunft her. Was wir in Gott sind, ist schon längst klar. Und wir lassen das entweder mit uns geschehen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, oder wir lassen das an uns vorüberziehen.
Und die ganze Heilsordnung findet aber zwischen diesen beiden Ikonen statt. Die ganze Liturgie ist eine Abbildung der Heilsordnung Christi. Das hat man natürlich auch allegorisch dann den verschiedenen Elementen der Liturgie zugeschrieben, welche Teile mit welchem Ereignis im Leben Christi in Verbindung zu bringen sind. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Heilige Geist jetzt gerade am Wirken ist. Deswegen haben wir ja auch immer bei den großen Festen haben wir ja auch immer das Heute. Heute. Ja, auch bei dem Heute geschieht die Hauptsache unserer Errettung im Tropar der Verkündigung unserer Kirche. Heute gebiert die Jungfrau das Kondak von Weihnachten. Naja, die Zahl ist groß, das muss ich jetzt nicht alles sagen. Die verkorkste Vergangenheit, nämlich des Individuums, trifft auf die Person, die der Mensch berufen ist zu sein, im Königtum Gottes. Und wenn dieses Treffen stattfindet, dann passiert auch was. Und wenn dieses Treffen nicht stattfindet, dann passiert auch nichts. Und das ist eben das Traurige, das ich in der Seelsorge immer wieder erlebe, ist, dass Menschen nicht zu ihrem Potenzial vordringen, weil sie sich selber klein machen, weil sie sich sozusagen selber verfluchen auch. Ich kann das nicht. Gut, okay, du kannst das vielleicht nicht. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Leb doch die Gegenwart Gottes. Und dann wirst du schon sehen. Natürlich, ob Gott will oder nicht, aber kein Ding ist bei Gott unmöglich. Und diesen Heilsmoment eben, wo die Vergangenheit auf die Zukunft trifft, das möchte ich wirklich, dass das jeder mit nach Hause nimmt. Das hängt natürlich von Gott ab, weil es von Gott herkommt. Aber derjenige, der betet, der ist ja Theologe. Das heißt, er redet mit Gott und Gott redet mit ihm. Und Gott wirkt auch an ihm. Und das ist aber eben eine Synergie, wie das bei den Vätern heißt. Das ist keine Magie, sondern eine Synergie. Und deswegen muss man da mitmachen. Und das sagt uns das Kondak ja auch. Da du auf gottmenschliche Art den Lebenslauf gestaltet. Das ist ja eben die Initiative natürlich von Gott her gewesen, aber die Initiative, die der heilige Justin aufgegriffen hat. Da du auf gottmenschliche Art den Lebenslauf gestaltet, bist du zur höchsten Höhe der Theologie gelangt. Das ist genau das eben, dass er von Gott verwandelt wurde und eben dann von Gott her gesprochen hat. Das ist ja auch das wunderbare, Gott hat das ja auch bestätigt. Unser gottseliger Vater Justin ist ja am Fest der Verkündigung geboren. Und er hat das auch kapiert, was das heißt. Und hat sein ganzes Leben in die Verkündigung gesteckt, die Verkündigung des Gottmenschen, denn bei der Verkündigung wird ja Gott Mensch, die Verkündigung des Gottmenschen. Und er selber ist so gottmenschlich geworden, auch von der menschlichen Basis aus, dass Gott ihn verherrlicht hat am Fest der Verkündigung. Er ist ja auch am Fest der Verkündigung gestorben. Das ist ein solcher Beweis von Gott her für die Erfüllung der Aufgabe, die Gott dem gottseligen Justin gestellt hat.
Und der gottselige Justin hat das verstanden, dass wir aufhören müssen, von unserer Vergangenheit her zu denken und anfangen müssen, von unserer Zukunft her zu denken. Und deswegen nur nebenbei, ich möchte nicht weiter darauf eingehen, auch nachher bei den Fragen eigentlich nicht. Diesen Prozess hat er mit einem neuen Wort benannt, das es im Serbischen nicht gab. Priumiti. Das Wort hat der heilige Justin erfunden. Und zwar ist es die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes Metanoeo. Und was bleibt mir anders übrig, als ihm zu folgen und das Umgeisten zu nennen? Weil er verstanden hat, dass es nicht nur um die Reue geht. Die Reue ist immer der Anfang des Umgeistens, natürlich. Aber Reue deckt nicht, oder auch Buße oder Umkehr oder was auch immer man setzen möchte, deckt nicht ab, dass man von Gott her geisten muss, nämlich von seiner Zukunft her, weil wir von der Zukunft, unserer Zukunft in Gott definiert sind, bei Gott. Deswegen sind ja die ganzen Mysterien an uns geschehen, damit wir von unserer Zukunft in Gott hergeisten und nicht mehr von unserer Vergangenheit, die eben eine individuell ist, sondern wir sollen ja Personen werden, die auf das Du Gottes eingeht und in Gemeinschaft mit ihm lebt. Und das ist dann Theologie in den Mysterien gelebt. In der Taufe, in der Mirensalbung, in der Eucharistie, zum Beispiel dann auch in der Hochzeit, wo aus zwei eins wird, in der Krankensalbung, wo die Gnade Gottes den Menschen eben mit hineinnimmt in diese Heilung und auch in der Beichte, wo diese bewusste Sterben des alten Denkens stattfindet und ein neues Denken immer weiter realisiert wird im Laufe der Zeit. Das ist ja alles ein Prozess, genau wie es von Anfang an gesagt wurde, gemäß Verähnlichung. Aber dieser Prozess ist der Wille Gottes. Und wenn es an anderer Stelle heißt, eben Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, genau das ist eben die Errettung und die Erkenntnis der Wahrheit, weil der Mensch in Christus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, wie der heilige Apostel Paulus sagt, genau dieser Mensch ist der errettete Mensch und genau dieser Mensch ist der Mensch der Wahrheit, weil er die Wahrheit Gottes in sich zur Realität gemacht hat. Und das erfordert natürlich einen immensen Prozess, den man anstrengen muss. Ne? Weil im Grunde genommen, wenn man das anfängt, ist nichts mehr so, wie es war. Gar nichts mehr. Alles, was man früher verstanden hat, ist alles nicht mehr so, wie es war. Denn es ist alles ganz anders. Ich bin nicht derjenige, der ich war, sondern ich bin derjenige, der ich in Gott sein werde. Das ist ein so radikal anderer Blick auf das ganze Leben, dass eben meiner Ansicht nach kein anderes Wort als Umgeisten übrig bleibt. Und der heilige Justin hat das gepredigt, der heilige Justin hat es gelebt, der heilige Justin hat das uns als Aufgabe gegeben. Und wenn wir das als Aufgabe haben, dann wollen wir doch Gehorsam üben, wenn wir uns schon auf ihn berufen, ne? Wenn wir seine Reliquie ehren, wenn wir uns auf ihn berufen, dann sollen wir doch gefälligst unsere Hausaufgaben machen.